Hallo Fotofreunde und willkommen zu der aktuellsten Bildkritik. Wir haben es endlich mal wieder geschafft, eine Bildkritik aufzunehmen, beziehungsweise sitzen wir ja gerade vor der Kamera und wollen euch wieder ein paar Bilder präsentieren. Und jetzt wollen wir einfach mal loslegen, oder? Ja. Hallo liebes Giga-Team, ich habe euch ein Bild geschickt, was fast ein Jahr alt ist und da wollte ich eigentlich die blaue Stunde am Morgen nutzen. Da die Nacht eher kurz war, beziehungsweise ich bin wach geblieben, also hat es sich angeboten, morgens mal zum Stausee zu fahren und ein bisschen zu testen. Bearbeitet wurde das Bild mit GIMP, bin da zu doof für PS und Co. Smiley. Geschossen wurde es mit der Canon EOS 600D mit dem 50mm Objektiv bei einer Blende von 2,8, ISO 100 und Belichtung 1/100. Fotografieren tue ich jetzt seit ca. 1,5 Jahren und das eher mit dem Motto ohne Sinn und Verstand, aber mit Herz. Halt eher zum Abschalten, rausgehen und vor allem wegen dem Spaß. So, mal schauen, ob euch das Bild gefällt oder was euch stört. Buggy, ich habe mir dein Foto rausgesucht, weil es mir ziemlich gut gefallen hat. Tatsächlich. Ich muss sagen, für mich passt alles soweit. Die Sonne im Hintergrund, das Bokeh passt. Vorne die Grashalme mit den Tautropfen und den kleinen Spinnweben zwischendrin. Also echt super getroffen hier. Ab und zu diese Lensflares rein in die Linse. Also einfach ein großartiges Foto. Mir gefällt es echt gut und ich kann nichts daran aussetzen. Nö, ich auch nicht. Ich mach's ganz kurz. Das Interessanteste an dem Bild fand, nicht an dem Bild, sondern an dem Text fand, dass du da auf die Idee kommst, die blaue Stunde mal am Morgen zu fotografieren. Wäre ich nie drauf gekommen, muss ich mich mal schlau machen, wie man da das Ganze plant. Aber vom Bild her, super. Ich habe da nichts zu kritisieren. Das Grandiose ist, wie gesagt, die Spinnenweben sind echt geil in dem Bild. Ah. Also das finde ich echt krass. Und zudem würde ich ja sagen, das ist die Spinne oder ja, die was Beute. Auch immer. Auf jeden Fall ganz cool, dieses Bild, dass du das so, ich will jetzt nicht sagen perfekt, aber nahezu perfekt in Szene gesetzt hast. Ich bin absolut begeistert. Ja. Und kann dem, was Mike schon gesagt hat, eigentlich nichts mehr hinzufügen. Also nichts mehr hinzufügen. Das ist echt krass. Daumen hoch. Das nächste Foto kommt von Michael Bock und ich glaube, er hatte keinen Bock, uns einen Text zu schicken. Obwohl wir immer sagen und euch bitten darum, uns einen kleinen Text zu eurem Foto zu schicken. Nichtsdestotrotz habe ich mir das Foto rausgesucht, weil es so ähnlich ist wie das von Buggy, aber doch wiederum ganz anders. Man sieht Sonne, man sieht Grünzeug im Vordergrund, aber leider ist das Bild nicht so super geworden wie das von Buggy. Ich muss mal aufhören, das zu vergleichen. Klar, das Bouquet im Hintergrund ist schön, aber mir fehlt leider die Schärfe im Bild. Es gibt keinen scharfen Punkt. Oder ist es einfach so stark komprimiert worden und uns so geschickt worden, dass es einfach alles matschig aussieht. Aber es gibt halt absolut nach besten Willen ein schlechtes Blatt. Ich würde behaupten, er hat versucht, den Fokus in diesen Bereich zu legen. Das hast du super getroffen. Warum? Eigentlich da ist dann die Frage. Ich meine, also schlussendlich sind doch die Blüten viel, viel schöner als die zwei Blätter und das Loch da. Also. Ja. Man muss einfach auch sagen, Gegenlicht und Fokussieren ist immer ziemlich tricky. Muss man üben und meistens landet man dann einfach beim manuellen Fokussieren. Ne? Genau, aber trotzdem, die Idee hinter dem Ganzen ist super. Also würde der Fokus sitzen, dann wäre das Bild auch echt cool. Aber was mich halt besonders stört und was, glaube ich, jeden Menschen besonders stört, ist der fehlende Fokus. Und deswegen nochmal rausgehen, nochmal Sonnenaufgang ist es wahrscheinlich, erwischen und dann fokussieren. Richtig? Einfach weitermachen. Immer weitermachen, weitermachen. Und irgendwann hast du dann ein Bild, was wir wahrscheinlich dann auch wieder in die Bildkritik mit reinnehmen. Und dann können wir nicht sagen, ey, wo ist die Schärfe, sondern ey, da ist die Schärfe, wie krass ist das denn? Also weitermachen, 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 weitermachen. Der Felix hat uns geschrieben, hallo Giga-Team, ich bin 15 Jahre alt und habe vor circa 2 Jahren angefangen zu fotografieren. Ich schaue viele Fotografie-Tutorials, unter anderem natürlich auch eure, die mir sehr gut gefallen. Danke, das freut uns natürlich zu hören. Dieses Bild entstand in Photoshop Elements 11 und das Foto wurde hauptsächlich mit der Nikon D3100 gemacht. Es trägt den Titel Über den Wolken. Ich hoffe, ihr könnt damit etwas anfangen. Liebe Grüße, Felix. Ja, Felix, ich habe mir das... Über den Wolken. Ei, 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 muss die Freiheit so grenzenlos sein. Ist schön, dass du mich auch unterbrichst, aber ist ein cooler Einwand natürlich. Ja, der Titel passt mehr oder weniger.
Das Bild habe ich natürlich rausgesucht, zum einen, weil du es mit Photoshop Elements 11 bearbeitet hast, zum anderen, weil ich selber natürlich sehr viel mit Photoshop mache. Und muss dazu sagen, dass mir, also gleich vorweg, eine Sache nicht so gefallen hat. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt hier so sehen kann. An den Beinen. Bestes Beispiel ist an den Beinen. Das Ausschneiden deiner Beine oder auch die Beine deines Kumpels, wie auch immer, ist dir nicht so gut gelungen. Auch bei dem Oberkörper gibt es ein, zwei Stellen, die du hättest eventuell besser machen können. Und selbst bei dem, ja, ich nenne es mal Fantasie-Zebra, gibt es ein, zwei Sachen, die du hättest beim Ausschneiden natürlich besser machen können. Aber es ist Photoshop Elements 11. Und dafür, für dieses, sage ich mal, günstige Photoshop-Programm, hast du das echt cool hingekriegt. Also allein schon, dass die Sonne von, also quasi, ich sage jetzt nicht, also du bist ja im goldenen Schnitt, sage ich mal, die Sonne kommt halt von hinten direkt auf dich drauf, der Schatten liegt perfekt nach hinten weg und die Wolken sind echt cool gemacht. Also dafür, wie gesagt, dass es mit Photoshop Elements 11 gemacht worden ist, geil. Finde ich gut. Ich bin zwar jetzt nicht so ein Fantasie-Zebra-Fan, ich hätte mir wahrscheinlich ein richtiges Zebra besser vorgestellt, aber so an sich, die Idee ist cool. Das Bild, also die Bildkomposition ist wirklich gelungen und ja, ich bin begeistert. So, Felix war es, ja? Ja. Schon mal kurz tief Luft und will aber gar nicht so weit ausholen, sondern einfach, also von der Idee her gut, von den Farben her ist es okay, was halt ein bisschen, also mich stört ist, dass das Zebra halt raus, also aussieht wie Foto geshoppt so. Bei der Person, also bei dir oder bei dem Kumpel, sieht es halt wirklich cool aus. Da passt es vom Look her einfach so, von den Farben und auch vom Gesamten her. Das Zebra sieht halt wirklich so rein, also reingeschoppt. Ja, reingeschoppt. Wie man so schön sagt. Da hätte man vielleicht, und es geht auch mit Elements, mit ein paar Einstellungsebenen das Ganze noch ein bisschen anpassen können. Oder vielleicht auch über, also als letzte Ebene nochmal. Entweder ein Fotofilter oder eine Farbfläche und dann mit den Ebenen Modi arbeiten, dass man so einen einheitlichen Look hinbekommt. Aber es ist wirklich das Einzige. Das Licht ist halt ein bisschen anders so vom Zebra, weil auf dem Rücken so ein bisschen Licht scheint. Aber das ist zu vernachlässigen. Was cool ist, was dir wirklich gelungen ist, was viele vergessen, sind die Schatten. Die passen echt cool da rein, auch von der Perspektive her, von der, vom Winkel her. Das ist wirklich gut. Ansonsten, ja, wie gesagt, Idee ist toll. Der Guido schreibt uns, hallo Giga-Team, anbei sende ich euch ein Foto von einem Sonnenuntergang am Ostseebad Nienhagen. Ich habe das Foto in RAW aufgenommen und mit Lightroom bearbeitet. Ich empfand es als sehr schwierig, die richtige Komposition zu finden, aber mit dieser Lösung bin ich recht zufrieden. Ich habe das Foto auch nochmal zum Thema Bearbeitung hochgeladen. Viel Spaß damit. Aufgenommen mit einer Pentax K30, ISO 100, Blende 16, 1/30 Sekunde Verschlusszeit und 17 mm Brennweite. Liebe Grüße, Guido. Ja, Guido, vielen Dank fürs Zusenden von deinem Bild. Und ich habe da eigentlich auch bloß eine Sache so ein bisschen zu kritisieren, aber das ist wirklich Kritik auf hohem Niveau, weil grundsätzlich gefällt mir das Bild ganz gut. Du hast es ja so von der Bildkomposition eigentlich aufgebaut, wie ich es selber auch sehr gerne mag. Das heißt, bei so einer Drittelregelung, gerade bei Landschaftsaufnahmen, immer zwei Drittel Himmel und dann ein Drittel unten halt nur wirklich die Landschaft. Manche machen es andersrum, ist dann wirklich Geschmackssache. Was ich versucht hätte, wäre vielleicht die eigene Position zu ändern, weil wie man hier unten schon sieht, bildet sich das Ganze wie so ein Dreieck. Ne? Also man hat hier den Horizont und dann hier die, was sind das, Stege oder Buhnen, die so eine Wellenbrecher für den Strand. Und ich hätte versucht, vielleicht noch ein bisschen mehr nach rechts zu gehen, wenn es die Situation zugelassen hätte, um dann wirklich wie hier dieses Dreieck, diesen Winkel auslaufen zu lassen, auch auf der rechten Seite. Dann hätte man, klar, jetzt würden viele Berliner sagen, oh, ist doch voll hipstermäßig so mit dem Dreieck, wäre es in dem Fall vielleicht gar nicht, sondern hätte noch so ein bisschen ja, Bildkomposition fast schon perfektioniert, wenn man da unten so ein Dreieck geschaffen hätte. Aber mehr habe ich wirklich nicht dazu zu sagen. Nee, ich finde das Bild auch sehr gelungen, Farben top. Echt krass, was die Natur uns für Farben liefern kann, echt unglaublich. Was ich aber tatsächlich gemacht hätte, obwohl es jetzt nicht so krass ist, aber das ist auch wieder Meckern auf hohem Niveau, hier oben diesen Streif und hier unten den Streif. Den unten, ja, den sieht man nicht so deutlich, aber den oben, den finde ich schon ein bisschen
arg penetrant. Also wenn ich jetzt auf das Bild gucke, dann zieht die Sonne meinen ersten Blick und dann zieht mein Blick direkt hoch zu diesem Streif. Zu 737, ja, okay. Genau, zu 737, die da oben durchs Bild fliegt, weil es einfach so ein heller Streifen quer durch so einen eher dunkleren Hintergrund ist. Ansonsten, ja, sehr schönes Bild. Also mein Blick wäre, wie du schon erwähnt hast, erst zur Sonne gegangen, dann aber zu dem Baum, der da nicht hingehört, was Pat natürlich auch schon ein wenig bemängelt hat. Der Aufschnitt wäre ohne Baum definitiv geiler gewesen. Und ja, das Fluggerät, die Sternschnuppe, was auch immer das darstellen soll, ist ein wenig fehl am Platz. Aber ansonsten Daumen hoch für dieses geniale Foto. Ihr wollt noch mehr geile Bildkritikbilder sehen, dann schaut einfach auf unserer Website vorbei. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr nämlich ein Bonusvideo mit noch mehr coolen Bildkritikbildern. Oder vielleicht nicht so cool. Mal schauen, lasst euch überraschen. Ansonsten schickt uns doch gerne weiterhin Bilder ein, die wir kritisieren sollen. Es lenkt mich ein bisschen ab, wenn Tobi mich so von der Seite anstarrt. Maximal 1 MB groß an gigafoto@giga.de betreff Bildkritik und schreibt uns bitte doch einen kleinen Text, genau. Nicht so wie Michael. Aber man muss natürlich dazu sagen, dass es einige wirklich geschafft haben, uns, sage ich mal, mit ihrem Text zu inspirieren, beziehungsweise endlich mal Text zu schicken, aus dem wir wirklich etwas herausnehmen können für das Foto, was wir dann kritisieren. Ja. Von daher gibt es auf jeden Fall den Daumen nach oben für die Leute, die es auf jeden Fall gemacht haben und ein wenig den Daumen nach unten für die Leute, die es leider nicht geschafft haben. Deswegen auf jeden Fall weiterhin Bilder zur Bildkritik einschicken und Text dazu. Wenn euch das Video jetzt gefallen hat, mit dem Pat, mit dem Mike und mir, dann den Daumen nach oben. Tobi. Den Abonnier-Button klicken. Auf der rechten Seite geht es dann zum alten Bildkritik-Video. Auf der linken Seite geht es dann zu einem Do-it-yourself-Tipp. Und in der Mitte geht es zur letzten App der Woche. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.